Leute, was war das für ein Spiel? Das war doch quasi ein Robin Hood-Spiel, oder? Ein Bumerang-Spiel war das doch gewesen. Gladbach mit der Taktik, ganz einfach, wenn wer da kommt, wollte man hier quasi so einen Flitzebogen wie Robin Hood, deswegen habe ich auch das im Hinspiel, im Vorbericht so genannt, die Bumerang-Taktik von Robin Hood. Quasi, wir kommen, sie fangen uns hier auf, klauen uns den Ball, gehen in ein Gegenpressing rein und drehen den Bumerang einmal um zur anderen Seite. Und dann würden sie aktiv kommen und uns pressen. Die haben sehr stark auf Konter gesetzt. Hat überhaupt nicht gut funktioniert aus Gladbacher Sicht. Die haben zu viele Fehler gemacht. Ich habe mir die PK einmal angetan. Ja, von Werder Seite aus wieder mangelhaft. Es gab auch keine Reporter, die bei Werder mal irgendwas gefragt haben. Also, Malte, wenn ich dich nochmal sehen sollte beim Zahnarzt, dann müssen wir das Thema mal klären, warum du dann nie Fragen stellst. Aber gut. Die PK vom Gladbacher Trainer. Da ist zum Beispiel gefragt worden, was macht die Mannschaft nach den 2-1 alles falsch, was läuft da nicht richtig? Müsste noch im Winter vielleicht nachgebessert werden oder ja, irgendwie Umgruppierungen stattfinden in der Mannschaft. Der Trainer meinte von Gladbach, die weitere Entwicklung fehlt komplett. Entschuldigung. Zu viel auf Konter gesetzt, mehr Ton angeben auf dem Platz. Die Energie hat teilweise komplett gefehlt, man war platt. Zu viele Ballverluste, den Ball zu viel hergeschenkt. Am Ende konnte das 2-1 nicht über das Ziel gerettet werden. Man ist so ein bisschen Stück weit eingebrochen. Dafür gibt ja den Fans auch die große Schuld. Die Schokomünzen blockierten Gladbach komplett und deswegen haben wir keinen Heimsieg geholt. Man muss dazu sagen, die DFL hat jetzt zugestimmt oder die Vereine haben zugestimmt, dass man jetzt quasi nochmal einen Sponsor dazu nimmt, dass die Bundesliga noch mehr zerrissen werden kann, das wird befürchtet, oder dass man noch mehr Werbung ertragen müsste oder was es noch alles so geben mag. Und das möchten die Fans nicht. Die haben bis zu 12 Minuten haben die eigentlich pausiert, haben gar keine Mannschaft angefeuert und zwischendurch immer mal wieder diese ja, Schokogoldmünzen, die man jetzt zur Weihnachtszeit halt kriegt, auf den Rasen massenhaft geschmissen, sodass das Spiel angehalten werden musste. Der Gladbacher Trainer weiterhin, das Spiel war viel zu statisch, das hat er mir sich anders und dynamischer vorgestellt. Dennoch ist er als Gladbacher Trainer glücklich über den Punktgewinn. Denn er sagte, sie hätten auch heute verlieren können, weil einfach so viele Fehler auf Gladbacher Seite gemacht worden sind. Man darf nicht vergessen, dass Gladbach, die haben jetzt gerade einen frischen Umbruch hinter sich. Die haben im Sommer ganz viele Leistungsträger verloren und haben jetzt junge Leute nachverpflichtet, denen geben sie jetzt eine Chance. Und die haben so diese starken Schwankungen drin. Dann spielen sie mal gut, dann spielen sie mal schlecht und das teilweise in ein und dasselbe Spiel. Also die hatten phasenweise echt so eine Drangphase, wo Werder fast eingebrochen ist. Deswegen haben sie auch kurzfristig dann geführt und ja, ganz ehrlich, da, man weiß schon, wo die Qualität so ein bisschen bei Gladbach lag. Wenn man mal guckt, die haben vom Marktwert fast doppelt so viel ja, an Marktwert. Also Geld schießt irgendwo am Ende dann doch Tore, wenn Werder im unteren Drittel rumdampelt und fast, ja, auf jeden Fall haben wir den kleinsten Kader der ganzen Liga, was schon traurig ist. Und ja, wir geben ja fast nicht mehr Geld aus wie Heidenheim oder sowas. Traurig, also was aus dem Verein geworden ist, seit der von den Linken da oben regiert wird, wirtschaften wir nur runter. Und man verwaltet diesen Zustand und feiert sich dafür auch noch. Das ist traurig, was aus diesem Verein geworden ist. Da muss man fairerweise so sagen. Ich war Sonntag auf Fortbildung gewesen und da haben das alles zu mir gesagt. Die kamen ja dann aus ganz Deutschland. Was aus Werder geworden ist, das ist echt, das ist noch weniger wie eine graue Maus. Das ist schrecklich, dafür, dass wir mal Champions League gespielt haben, mal deutscher Meister gewesen sind. Seit die Linken da oben das Sagen haben, geht das nur steil bergab. Und wenn das nicht mal jemand kommt, die da oben mal aus dem Vorstand mal alle rauskloppt und wir kriegen mal neue Leute, wie andere YouTuber das ja auch schon teilweise in ihren Videopodcasts mal berichtet haben drüber, dann wird Werder auch weiterhin dort rumgampeln. Also das bringt nichts, sagen wir mal jetzt, wie man das denn machen möchte. Anteile am Verein verkaufen für viel Geld, so wie Hamburg und Hertha das teilweise gemacht haben. Mit dem Geld können die partout nicht umgehen. Also zeig mir mal einen Linken, der mit Geld umgehen kann. Das Geld wird verplempert, das ist nachher weg für nichts. Und wir stehen nicht besser da als Hertha oder Hamburg. Naja, ist ein anderes Thema. Ich möchte gar nicht in die Politik gehen. Was da aktuell passiert, grauenhaft.
Wechsel waren in der 90. Minute der Player raus und der Van Dro Borgen rein. In der 87. Minute haben sie Cohn raus und Ramos rein. Frank Hoverath kam dann auch raus und Neuhaus kam rein. Gelbe Karten, und das ist spannend, in der 90. Minute, da war ja, wie heißt er dann, Christoph Kramer, der hat ja eigentlich glatt rot gesehen. So, und dann hat sich der Videobeweis eingeschaltet, wo ich ja persönlich denke, warum schaltet der sich da jetzt ein? Weil das heißt ja immer bei diesen Torszenen, gut, man könnte jetzt sagen, bei einer krassen Fehlentscheidung, aber irgendwann brauchst du keinen Schiedsrichter mehr. Er hat das jetzt glatt rot gewertet. Nach dem Videobeweis sieht das natürlich anders. So hast du auch andere Perspektiven, dass du es gucken kannst. Und dann war es halt eine gelbe Karte und der Spieler durfte weitermachen. Aber die hätten sich nicht beschweren können, wenn das glatt rot gewesen ist. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Man hätte auch rot geben können für. Also ich fand nicht, dass es eine krasse Fehlentscheidung war. Beziehungsweise ich finde auch nicht, dass der Videobeweis, ich meine, ich mag ihn allgemein nicht, aber dass er da eingeschaltet werden müsste. Von mir aus kann man überlegen, wenn, obwohl ich es auch nicht toll finde, aber der Ball ist im Tor, so passte denn alles. Obwohl ich es auch nicht toll finde. Also gut, wir hatten natürlich in der Vergangenheit in der Bundesliga auch mal 10 gehabt, wo der Ball quasi von außen durch ein Loch im Netz im Tor landete und dann wurde das als Tor gegeben. Sowas fällt natürlich dann darunter, dass das dann nicht mehr, hoffentlich nicht mehr passieren kann. Deswegen ist das schon in Ordnung. Aber wie oft ist das passiert? Das ist zwei oder dreimal überhaupt in der Bundesliga-Geschichte passiert. Also ich bitte euch, also ich weiß nicht, für was man diesen scheiß Videobeweis unbedingt haben muss. Also ich mag das überhaupt nicht. Es macht mir persönlich das ganze Fußballgefühl kaputt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich weniger ins Stadion gehen möchte, weil ich dann immer darauf warten müsste, bevor du jubelst, ob das überhaupt zählt. In der 66. Minute hat Julian Weigel noch eine gelbe Karte gekriegt. In der 45. Minute hat der Frank Hoverath noch eine gekriegt und der Max Huber, der hat auch noch eine gelbe Karte gekriegt. Dann muss ich mich da einmal korrigieren. Dann muss der Hoverath früher eingewechselt worden sein. Die Nachspielzeit war 3 Minuten. Kommen wir dazu. Werder ist für uns sowieso wichtiger. Wir haben ja auswärts jetzt gegen Gladbach ein 2-2 geholt und sind damit auf dem 12. Platz, haben 15 Punkte erzielt. Leo Bittencourt nach dem Spiel über den Punkt gewinnen. In der Kabine ist keiner so richtig glücklich. Ich glaube, wir hatten schon mehr mitnehmen können. Im Großen und Ganzen ist der Punkt aber hoch verdient. Und dann hatte ich mir aus einer Facebook-Werder-Gruppe mal ein folgendes Fazit rausgezogen. Es war vollkommen in Ordnung. Gladbach hat eine enorme Qualität im Kader, aber wie ich finde, war SV Werder Bremen voll auf Augenhöhe. In einem ereignisreichen Begegnung trennen sich der VfL Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen 2-2. Und wenn man mal guckt, was die natürlich für einen immensen Kaderwert haben und was Werder hat, der sogar jetzt noch gesunken ist. Also wir sind nicht mal mehr eine graue Maus, wir sind eigentlich kurz vorm Abstieg, können fast gar nichts mehr und halten noch gegen so einen Gegner gegen. Da kann man sagen, eigentlich Hut ab. Es gibt ja Leute, die den Trainer herausfordern oder dass er mal anders aufstellen soll, aber wir haben bessere Zweitligaspieler und wenn nochmal ein, zwei Spieler, die so ein bisschen herausragen, aber mehr haben wir nicht mehr. Wir sind unten mit dabei, wenn es um den Abstieg geht. Deswegen sagte ich euch ja, ich habe geschätzt, dass wir so ungefähr 16. werden. Wenn wir dann nachher noch 15. werden, dann haben wir echt eine gute Saison gespielt mit diesem Kader. So, die Tore haben in der 76. Minute Marvin Dusch schon 2-2 geschossen, der das Spiel quasi dann noch für uns gerettet. In der 49. Minute das 2-1 und in der 45. Minute das 1-1 hat der Spieler von Gladbach, der Reitz, die Tore gemacht. Und in der 7. Minute hat Boré das 0-1 geschossen für uns. Und ich fand, das war ein schöner Steckpass von Schmiddi auf Boré. Und dann hat er gleich abgeschlossen und hat das Tor erzielt. Das fand ich mal ein sehr schöner, herausgespielter Spielzug. Und ich persönlich fand auch den Schmiddi, das war der beste Mann auf dem Platz. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren drunter schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das auch ähnlich seht oder ob ihr einen anderen Spieler habt, wo ihr sagt, der war richtig gut.
Ja, dann gab es ja wie immer diese Torwartdiskussion. Habe ich schon wieder mal wieder gehört, dass auf anderen Werder-Kanals der Zetti immer angezählt wird. Weil, was wirft man den eigentlich jetzt vor? Der hat jetzt nicht so welche Glanzparaden überhaupt mal zeigen können, wie Palenka das in all den Jahren mal hatte. Weil man jetzt fairerweise sagt, der baut das Spiel von hinten auf und Bremen braucht das ganz aktuell, braucht er das von hinten, dass der Torwart quasi, dass die Pässe mal ankommen und von da aus ein Spielaufbau stattfinden kann. Er dirigiert theoretisch auch so stark, weil das ja eigentlich unser Abwehrchef ist und nicht Friedel. Der ist auch für mich auch kein Kapitän, aber das habe ich schon mal in einem anderen Video mal gesagt. Ist eigentlich stark, der wäre der bessere Kapitän oder Bittencourt. Ist die Abwehr stabiler und präsenter hinten? Seine Limits haben die natürlich alle, die Spieler, weil wir nicht so Weltklasse-Spieler haben. Wir haben halt bessere zweite Ligaspieler, wenn man das mal so sagen darf. Aber dafür standen wir in den letzten Spielen einigermaßen stabil. So, und Setti hat dadurch, auch wenn er doch die Ansagen immer macht und das auch besser koordinieren kann, auch von hinten heraus, hat er nicht unbedingt die 10, 11, 12 Bälle, die jedes Mal aufs Tor kommen, wo Palenka sich natürlich dann mal auszeichnen kann. Das hat er gar nicht, weil das im Voraus schon von der Abwehr, beziehungsweise Setti dirigiert das ja auch so ein bisschen, das sieht man ja auf dem Platz ganz stark. So, deswegen kommen diese 10 gar nicht erst zustande, dass diese Ganzparaden notwendig sind. Also hast du dementsprechend auch weniger. Hier, wenn ich das zum Beispiel mal vorlese, es kommt nachher nochmal in der Statistik. Gehaltene Schüsse aufs Tor hatte Werder nur 2 Stück. So, wenn Palenka im Tor steht, wenn ich mal alte Statistiken raushole, dann sind das mindestens immer 8 gewesen. So, und deswegen haben hat der diese Glanzparaden gar nicht großartig. So. Dann hat er mal ein, zwei Slapjacks-Einlagen drin gehabt, keine Frage, aber hallo, Palenka hatte das auch und das mehr wie einmal. Also ich finde, das ist noch ein junger Torwart. Ich stehe ihm das jetzt ein bisschen zu. Die Spiele laufen aktuell mit ihm im Tor ein bisschen besser. Palenkas Vertrag läuft sowieso aus. Meiner Meinung nach, der kriegt den Arm ja auch nicht mehr richtig hoch, um den Ball festzuhalten. Ich finde, das ist schon längst überfällig, dass man den Torwart da tauscht. Und man sollte auch mindestens bis zur Winterpause da jetzt auch bei bleiben und dann hinterher ein Fazit ziehen und nicht jedes Spiel wieder, wo der Trainer auch da dauernd von genervt ist, von dieser Trainerdiskussion. Beziehungsweise auch von der Torwartdiskussion. So. Ja, dann hatte ich die PK von Ole, der hat es einfach nur runtergespielt, wie das in letzter Zeit öfters tut. Ole, PK, beide Mannschaften hatten ihre Momente im Spiel. Trainer, also Ole Werner ist aber zufrieden mit seiner Mannschaft, das ist das Endfazit, was du daraus ziehen kannst. Die PK, die war grauenvoll, braucht man sich gar nicht großartig antun. Gelbe Karten aus Werder-Seite gab es in der 45. Minute, der Weiser. Das ist auch für mich persönlich jetzt. Er will ja mal ein Weltklasse-Spieler sein und wenn Werner jetzt nicht wirklich mit einem guten Vertrag rumkommt, dann, oder die spielen wir oben an ein bisschen besser, dann will er ja quasi weg. So hört man das ja so ein bisschen heraus. Momentan in den letzten 3 bis 4 Spielen, muss ich echt sagen, ist er oder gehört zu den schlechtesten Spielern auf dem Platz. Also wenn der keinen Bock oder keine Lust hat. Oder der hat neue Anweisungen vom Trainer gekriegt, dass es da auf jeden Fall nicht mehr so gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber für mich aktuell in diesem letzten Spiel war er der schlechteste Spieler auf dem Platz. Die Wechsel. Die waren in der 68. Minute Schmiddi raus, Justin rein. Bittencourt raus, Lynn rein. In der 81. Minute. Ah, siehst du, da habe ich mich nämlich vertan. Das gehört noch zur Gladbachs Seite. Der Reiz, den haben sie rausgenommen und den Kramer haben sie reingetan. Siehst du, da fehlte das nämlich noch. Und der Robin Hack raus und der Matar Ngurin rein. Das gehört noch zu der Gladbach-Geschichte. Entschuldigung, was habe ich mich hier vertan? Das gehört gar nicht auf die Werder-Seite. Aber ich habe heute so einen dollen Tag, deswegen zieht mir das ein bisschen nach. 86. Minute ist der Dement rausgekommen bei Werder und der Agu rein. Und in der 90. Minute haben wir den Boré rausgewechselt gegen Konoski rein. Und mal ganz ehrlich, was soll Konoski in der 90. Minute noch bewirken, außer dass er wirklich nur Zeit von der Uhr nimmt?
Der Junge, wenn das so weitergeht, da seht ihr für den ja schwarz, der ist ja aktuell nur noch fünfter Stürmer. Und wenn sich da oben keiner verletzen tut, dann wird der keine Chancen mehr großartig sehen bei, in Bremen. Und das kann echt sein, dass er im Winter schon wieder weg will. Und ja, dagegen sagen kannst du auch gar nichts. Werder hat schon so einen kleinen Kader und da gibt es immer noch Spieler quasi, die so gut wie nie spielen, beziehungsweise die gedisst werden. Das ist unfassbar. Also andere Mannschaften wären froh, so also einen Kondasti in der Mannschaft zu haben. Und wir setzen teilweise Spieler gar nicht oder zu wenig ein. Das ist traurig und wir haben schon so einen kleinen Kader. Aber gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guckt die anderen Spiele und dann see you later. Beim nächsten Mal gibt es ein bisschen mehr Infos, wenn es mir besser geht. Hoffe ich wieder mit viel Elan. Auch meine Mausi ist gerade krank. Ich wünsche dir dann nochmal alles Gute hin, dass sie bald wieder auf den Beinen ist, dass wir das nächste Werde-Video wieder zusammen machen können. Ja, seht uns das nach, dass wir jetzt ein bisschen kränkeln, aber demnächst bestimmt wieder zusammen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.